Ride on. Ride on. Thank you.
When the downtown lights start to come out at night, we go insane, we go insane. And when I arrive, I start to lose my mind. I go insane, I go insane. 'Cause they told me you take too much. Yeah, I sure do, so I can feel that now. If they only knew how this was, yeah, they would too, just to feel that now. 'Cause I ain't got no friends, I ain't got nobody. All I got ahead is a moonlit road. Nobody, all I got ahead is a moonlit road. When the downtown lights start to go out at night, we go insane, we go insane. And when I arrive, I start to lose my mind. I go insane, I go insane. 'Cause they told me you take too much. Yeah, I sure do, so I can feel that now. If they only knew how this was, yeah, they would too, just to feel that now. 'Cause I ain't got no friends, I ain't got nobody.
War das hart. Ja, Micha, ich habe ihn gesehen. Bin nur nicht näher gekommen. Aber nee, dass seine Zeit, dass ich da nicht rankomme, das war mir irgendwie schon vorher klar. Und eigentlich wollte ich das gar nicht vollfahren. So wie immer. Weil meinen FTP-Test habe ich ja letzte Woche schon absolviert. Deswegen dachte ich, fahre ich das mal ein bisschen taktisch heute hier. Die erste Hälfte, also sprich das Flachstück, leicht unter der Schwelle. Oder der Plan war eigentlich sehr viel weiter unter der Schwelle. Hat nur wieder mal nicht geklappt. Genau. Und spätestens, wenn die ersten Prozente dazukommen, am Pedal anliegen, dann ist es mit der Vernunft eh vorbei. Der Plan hat vielleicht geholfen, dass mir hinten nicht komplett die Körner ausgegangen sind. Weil, also ich bin den, glaube ich, wenn überhaupt, zwei oder drei Mal bisher gefahren, den diesen Kurs, der ist ja Event-only. Und man unterschätzt das jedes Mal total, wie sich das zieht. Da denkst du dir, ach, ist ja bloß noch ein Kilometer auf der Uhr. Und das nächste Mal, wenn du kurz vorm Sterben bist, guckst du drauf, dann sind es noch 900 Meter und so weiter. Boah, das ist echt heftig. Also, ja, ich kann ja nicht mal sagen, dass ich es fürs Jersey gemacht habe. Das habe ich ja schon längst. Er hat einfach Bock auf den Kurs hier, das mal zu fahren. Ja, knapp vorbei ist auch daneben. Schade, aber ich glaube, da müsste ich mich noch so viel mehr verbessern, um die Cancellara-Zeit zu knacken. Ich glaube, mit 16,50 war er angegeben. Und bei mir 17,30, also 40 Sekunden drüber. Das ist eine Welt. Aber es ist ja auch nicht irgendwer. Na, von daher. Wow, kurz und knackig. Ah, ich habe schon beim Warm-up eigentlich gemerkt, ich habe mal ein anderes Warm-up ausprobiert, sagen wir es mal so. Ein speziell für kurzes TT entworfenes, aber muss ich sagen, das ist mir gar nicht bekommen. Weil da sollte ich so Trittfrequenzen fahren. 2 Minuten lang 330 Watt mit 120er Trittfrequenz. Also nach den 2 Minuten war ich schon breit. Aber vielleicht hat es ja für den Rennauftakt geholfen, weil da hat es dann tatsächlich nicht ganz so weh getan wie noch letzte Woche beim FTP. Wobei, da bin ich ja beim FTP-Test auch bloß mit unter 300 Watt eingestiegen. War okay. Ich glaube, nächsten Freitag kommt dann der lange Kurs. Mal gucken, vielleicht tue ich mir das ja auch noch an. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, ich werde wieder, egal was ansteht, mein bisheriges Warm-up machen, wo ich so 10 Sekunden Spitzen drin habe. Wo einfach mal die Beine ein bisschen aktiviert werden, aber der Puls nicht gleich ganz so hoch geht. Das war ganz schön übel im Warm-up. Naja. Gut. Haben eine Menge Leute reingeschaut, habe ich gesehen. Schönen Dank dafür. Ja, mal schauen. Nächstes Wochenende oder nächste Woche Cancellara. Mal sehen, was mir sonst noch so einfällt. Ja. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.